Hi. Nachdem Folge 1 so unerwarteten Anklang fand, setze ich heute einfach nochmal eins drauf. Ja, und wir fangen auch gleich an. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ach ja, genau, da war ja was. Unterfranken. Heffern Stinkelmann hat ein Video über eine Buschkraft Hodenbeizung hochgeladen und überlebte das nur knapp. Danke an Tenjamin Brautmann für diesen geilen Dartverwehr. Jachenau. Susams Ann Willi hat etwas auf Facebook gepostet. St. Augustin. Sei Kackmann, bekannt durch seine Vorstellung bei fast jedem Videobeginn Hi, ich bin Kacki, hat diese Woche nur 20 Videos hochgeladen. Kacki, Kacki, du machst mir Sorgen. Ist alles in Ordnung bei dir? Stuttgart. Poppy Sick war auf seiner letzten Geocaching-Runde nach eigener Aussage total verpeilt. Weil er einige Längen und Breitengrade verwechselte, war er offensichtlich sehr unkoordiniert. Wenigstens konnte er den Travel Bug, den er schon seit Wochen daheim liegen hatte, wieder in Umlauf bringen. Voller Euphorie verstaute er das Mitbringsel in ein großes Final und fuhr dann überglücklich wieder heim. Als er den Wohnungsschlüssel aus seiner Tasche zog, fand er darin überraschenderweise auch den Travel Bug. Übrigens, die Tochter überlebte nur knapp. Jachenau. Susams Ann Willi hat etwas auf Facebook gepostet, während sie mit heißen Alert im Huckepack Mountain Running war. Alert überlebte nur knapp. Bad Mergentheim. Markus vom Kanal Aui Hart macht bekanntermaßen sehr oft mit Poppy Sick die Wälder unsicher. Dank Poppys deutlich hörbarer Anzeichen tiefen Schlafs sind die beiden zwar nachts vor wilden Tieren sicher, nicht aber vor Regen, denn Poppy ist mit einem üblen Regenfluch belegt. Bei der letzten Tour schrottete Aui Hart seine Kamera. Trotz aller Nachforschungen konnte bis Redaktionsschluss allerdings noch nicht eindeutig geklärt werden, ob die Kamera dem Regenfluch zum Opfer fiel oder ob der obligatorische Braten diesmal nach Plastik schmeckte. Unterfangen. Sorry Stefan, dass ich dich schon wieder dran nehme, aber bei dir passiert halt auch immer was. Heffern Stinkelmann hat sich auf seiner letzten Tour mit einer Säge verletzt. Trotz aller Bemühungen und dem sofort herbeigerufenen Suschbunny konnte jedoch nur noch der Tod der Säge festgestellt werden. Bis zum Eintreffen des Bushisan löste Stinkelmanns Blut die Säge komplett auf. Die Macht war mit ihm, meinte Sushiban dazu. Jachenau. Susams Ann Willi hat etwas auf Facebook gepostet, während sie bei 1 Grad Wassertemperatur ohne Pressluft und ohne Anzug einen einstündigen Tauchgang zum Schatz im Walchensee unternahm. Bad Mergentheim. Fakalke, Aui Harts Freundin, wurde schon seit längerem nicht mehr in einem Video gesehen. Naja, ist ja eigentlich auch nichts Besonderes. Seitdem Aui Hart sich intensiv der Messerherstellung widmet, verschwinden regelmäßig Personen aus seinem näheren Umfeld. Jachenau. Nach einer Stunde ohne Lebenszeichen tauchte Hepp Walzhandwerk voller Sorge in den eiskalten Walchensee, um seine gute Freundin Susams zu retten. Ann Willi wollte jedoch ihren eigenen 24-stündigen Rekord im Luftanhalten brechen und gab ihm unmissverständlich zu verstehen, dass sie ihre Ruhe haben wollte. 10 Sekunden später kam Walzhandwerk mit völlig verknoteten Gliedmaßen an die Oberfläche und überlebte nur knapp. Dank seiner im letzten Video vorgestellten Survival-Schwimmflügel. Nordrhein-Westfalen. Der in der letzten Sendung angesprochene Administrator einer bekannten Facebook-Buschkrafter-Gruppe zeigte sich darüber alles andere als amüsiert und überlebte nur knapp. Seinem Unmut tat er in Form von verbalen Übergriffen auf den Nachrichtensprecher kund. Den Redakteur dieser Sendung freut das unterdessen, denn das liefert Stoff für weitere Nachrichten. Bonn. Die Deutsche Telekom Nix hat aufgrund der vorgenannten Ereignisse vorsichtshalber ihre Server aufgerüstet. Nun hängt es höchstens noch an Zark Muckerberg. Unterfranken. Heute Morgen wurde ein Spaziergänger Zeuge eines schier unglaublichen Vorgangs. Maskierte Täter zerrten einen in der Buschkrafter-Szene bekannten Nachrichtensprecher unter einen Galgen und hängten ihn. Der
Spaziergänger zeigte Zivilcourage und kam zur Hilfe. Die Täter flohen und der Nachrichtensprecher überlebte, na, ahnt ihr es? Genau, nur knapp. Die Polizei vermutet einen Racheakt, hat aber bislang noch keine Spur von den Tätern. Schweiz. Der Geizer Schwuido hat wegen einer Anzeige durch Naturschützer mächtig Ärger am Hals. In seinem letzten Video bastelte er sich ein Wurfkreuz, das er mit Wurzeln verschnürte. Wegen seiner Erkältung musste er im Moment des Abwurfs so heftig niesen, dass das Wurfkreuz auf Mach 20 beschleunigt wurde, nacheinander mehrere Bäume traf und glatt fällte. Zufällig anwesende Naturschützer überlebten nur knapp und zeigten ihn danach an. Gute Besserung, Schwuido. So, ich habe fertig. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren. Danke, Servus, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.